Jagdschloss Friedrichsmoor. Eine gemütliche Ecke in der tiefsten Mecklenburger Provinz. Es ist der späte Nachmittag des 5. März. Gerade wurde der Kaffee serviert. Eine kleine Gesellschaft, Politiker und Fachleute. Diskutiert wird über ein lokales ökologisches Problem. Typisch für den Start der Wahlkampfzeit. Niemand hier rechnet mit dem, was in wenigen Minuten auf den Tisch kommt. Nur ein Mann weiß Bescheid. Es ist Michael Brüdigam vom Umweltamt Westmecklenburg. Erst vor 2 Wochen wurden diese Karten angefertigt. Sie beschreiben ein Katastrophenszenario. Die Jahrhundertflut in der Elde-Region. Die Experten wissen noch nicht, wie groß die überflutete Fläche sein kann. Wir sind also hier derzeitig in Friedrichsmoor. Man sieht also, die Ortslage ist hier nicht hochwassergefährdet bei diesem Szenario, aber sofort mit Ortsausgang Richtung Störwasserstraße beginnt also die Überflutungsgefährdung. Und wir sehen also hier die hellblaue Farbe, das ist bis zu 1,5 Meter Überflutungshöhe. Die mittelblaue ist dann bis zu 1 Meter, 1,50 Meter Überflutungshöhe. Und je mehr man in die tieferen Bereiche der Lewitz reinkommt, geht es dann also bis zu 4 Meter Überflutungshöhe. Störwasserstraße, wenige Kilometer von Friedrichsmoor entfernt. Die Dämme beidseitig des Kanals wurden vor 200 Jahren errichtet. Längst müssen sie aufgeschüttet werden. Denn auch ohne Jahrhunderthochwasser wird eine Überflutung erheblichen Schaden für die Landwirtschaft anrichten. Alex Terzelske vom Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg erklärt das geplante Vorhaben. Die Dämme haben jetzt unterschiedliche Höhen. Also die Sollhöhe ist ungefähr 1,10 Meter bis 1,20 Meter über dem jetzigen Wasserspiegel. Und gut, in dem Bereich sind die Dämme jetzt ca. 70 cm über dem Wasserspiegel. Dort müssten wir sie noch erhöhen um 30 bis 40 cm. Also in dem Bereich hier sind sie viel flacher, da müssten ca. 60 cm noch erhöht werden. Das Projekt fordert jedoch seinen Tribut. 270 Bäume müssen gefällt werden, davon 130 Eichen. Eine Bürgerinitiative hat sich in der Region gebildet, gegen den Kahlschlag, wie es heißt. Die Umweltschützer schlagen Alarm und die Politiker sind gerne vor Ort. Ein schweres Unterfangen für die Fachleute. Schließlich bedarf die Wahlkampfzeit immer neuer Erfolgsberichte. Also einen Kahlschlag haben wir nicht vor hier. Wir wollen die Eichen, die an der Krone stehen, die alten Eichen, die ursprünglich mal gepflanzt wurden vor 300 Jahren, die sollen erhalten bleiben. Und alles, was an der landseitigen Dammböschung sich befindet, soll gerodet werden. Der Oberstleutnant Christian Rosenkranz hatte 2002 seine Erfahrungen mit der echten Jahrhundertflut in Sachsen gemacht. Sollen hier die Großflächen rasch überflutet werden, bekommt das Kommando von Oberstleutnant Rosenkranz ein schwerwiegendes Problem. Wenn Sie davon einem Szenario ausgehen, dass es zu Dammbrüchen kommt, dann müssen wir überlegen, wie können wir diese Dämme sichern, welche Fahrwege sind noch befahrbar, wie kann man an den Ort des Geschehens herankommen. Und das ist hier natürlich eine wahre Herausforderung. Und teilweise müssten wir überlegen, ob wir nicht sogar wasserseitig heran müssten, mit Schuten und mit Wasserfahrzeugen, um von dort aus oder im Zweifel sogar aus der Luft, um eine mögliche Havarie zu stopfen. Die Gewässer der Störwasserstraße sind ruhig. Doch nicht die Gemüter. Die Fachleute haben ihren Job getan, bis auf fachliche Aufklärung. Der Bundestagsabgeordnete Dietrich Mohnstadt weiß, gerade vor den Wahlen kann der Informationsmangel von der Politik missbraucht werden. Vorsicht und Sorgfalt sind äußerst empfehlenswert. Jeder Baum, der hier gefällt werden muss, gegebenenfalls ist einzeln betrachtet worden, eine Einzelexpertise gefertigt worden. So denke ich, oder ich habe den Eindruck, dass die Behörden da vernünftig gearbeitet haben. Man muss jetzt mal abwarten, wie der Planfeststellungsbeschluss ausfällt, um dann zu sehen, was tatsächlich rauskommt. Mehr kann man, glaube ich, auch von Bundesbehörden, aber auch von Landesbehörden, die involviert sind, nicht verlangen. Stille Wasser sind tief, sagt man. Im schlimmsten Falle bis zu 4 Meter sogar. Hoffentlich kommt es in diesem Jahrhundert nicht mehr zu einer Flutkatastrophe. Zumindest nicht an der Elde.